herzlich willkommen zu unserem Rekord-E-Restaurationstagebuch. Wir waren heute in Gange und haben eine Bestandsaufnahme von unserem Rekord gemacht und seht am besten selbst. Wir haben sozusagen geguckt, welche Stellen alle vergammelt sind, sind leider ziemlich viele, was so an der Technik gemacht werden muss, was am Fahrwerk gemacht werden muss, also eigentlich das ganze Auto einmal komplett durchgecheckt. Ja, wir werden mal sehen, was sich noch so unter dem Blech verbirgt. Was haben wir den verkehrten Hammer beim Sprinttreiber? Genau! Was? Ja, nee, hey, das ist aber kein Hammer für sowas, ne? Genau, sowas will man hören. Genau sowas möchte man nachher bei D-Max sehen. Ja? Ach, wir sind bei D-Max schon. Geil! Du hast das Spezialwerkzeug runtergeschmissen. Dann wollen wir mal den Sprint eben kurz raus. Ja, meine Damen und Herren, das ist ganz easy, man braucht halt Werkzeug und der V. Andreas wird sich freuen, würde ich sagen. Andreas? Wer denkt so? Wie, wer ist denn dann? So, jetzt die Hintertür nochmal. Mit einem extra Bier ohne Etikett, um hier keinen Schleifwerk zu machen. Nein, das Etikett ist nur abgefallen. Das Werkzeug, was man hier zur Verfügung hat. Das ist einfach eine Frechheit. Jetzt versuchen wir mit einem Seitenschneider, weil wir so schlecht mit den Dornen ankommen, den langsam rauszuziehen. Was natürlich auch wunderbar funktioniert und wie Sie sehen, das Ding ist ab. Geil! Macht denn so als Optik? Weiß ich nicht. Ist schon scheiße aus. Das war früher. Früher war alles anders. Was? 22? Schätz mal, ich schätze 22. Jetzt kann ich hier am Fenster gucken. Hallo! Strecke ich die Scheibe, muss mal kurz werden. Jo! Ja. Ja. Und deprimiert ist es nachher, wenn dein Kurz sucht, jedes halbe Jahr sich mal das Auto drauf. Und man sich dann langsam fragt, wo hat denn der Rekord denn her? Zum Beispiel ein Rekord E. So wie diesen. Jedes Jahr 9. Das war unsere erste Folge. Es ist einiges zu tun. Wir müssen ziemlich viel Blecharbeiten machen. Wir müssen die Schweller beide Seiten tauschen. Die Lampentöpfe sind durchgegammelt, die Endspitze hinten rechts, glaube ich nur, die andere sieht noch ganz gut aus. Dann, was habe ich vergessen, Radläufe, beide Seiten. Ja, Kofferraum waren noch einige Sachen, dann noch ein bisschen am Motor, eine leckende Ölwanne, Stoßdämpfer, Bremsen. Einmal Service muss sowieso gemacht werden, Zahnriemen, Ölwechsel, das ist ja Standard. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, die 780.000 Folgen, die jetzt noch kommen, allein an Blecharbeiten, dann abonniert unseren Channel.